Montage eines GSAB Normkabelverteilers 2S1000 mit Sockel 2NSE. Sockelmontage. Der Schranksockel wird in einem Paket angeliefert. Die dazugehörige Kabelabfangschiene aus Aluminiumwinkelprofil ist dabei an der Außenseite der Verpackung mit Spannband befestigt. Bitte bei Anlieferung auf Vollständigkeit prüfen. Nach dem Öffnen des Paketes entnehmen Sie zuerst das längere Spreizholz für die Sockelseitenwände und legen es zur Seite. Dann entnehmen Sie zwei Frontblenden und die Sockelrückwand. Als weiteres Zubehör finden Sie zwei kürzere Abstützhölzer für die Frontblenden und den Schraubensatz für die Sockelschrankverbindung. Nehmen Sie jetzt die Seitenwände auf und hängen die breitere Sockelrückwand in eine der Seitenwände ein. Schieben Sie die Aluminium-Kabelabfangschiene in die oberen quadratischen Aufnahmen beider Seitenwände ein. Nun kann auch die zweite Seitenwand mit der Sockelrückwand verbunden werden. Der Sockel steht nun bereits selbstständig. Wichtiger Hinweis: Das Einbringen der Kabelabfangschiene in der gewünschten Position ist nach dem Anfüllen mit Erdreich nicht mehr möglich. Bügelschellen für das Winkelprofil 40 mm zur Abfangung Ihrer Kabel erhalten Sie im Fachhandel. Im folgenden Schritt hängen Sie die vordere untere Sockelblende und dann die obere Sockelblende in die Seitenwände ein. Sie schließen die Montage der Kunststoffteile mit dem seitlichen Verrasten der Schieber an der oberen Sockelblende ab. Setzen Sie nun das lange Spreizholz in die Vorprägung der Sockelseitenwände ein. Legen Sie die kurzen Abstützhölzer in die vorgesehenen Aufnahmen der Sockelblenden ein. Die Hölzer verhindern eine ungewollte Durchbiegung der Sockelblenden beim Anfüllen und Verdichten des Erdreiches am Sockel. Schrankmontage 2S1000. Der Schrank 2S1000 besteht aus zwei Rückwänden. Jedes Rückwandteil hat eine Einkerbung. Beim Montagebeginn müssen die Einkerbungen nach außen, also zur Seitenwand, zeigen. Danach legen Sie die hintere Bodenschiene auf die Schrankrückwände und befestigen diese mit den beiliegenden Spezialschrauben 7x22 mm für Duroplaste. Alle Schrankteile werden mit dieser Schraube zusammengefügt. Diese Schraube ist aufgrund ihres besonderen Gewindelayouts für schwierigste Anforderungen bei der selbstfurchenden Verschraubung in Duroplaste prädestiniert. Verschrauben Sie die Rückwände mit dem Mittelsteg Teile Nummer 801479 ebenfalls mit diesen Schrauben. Es folgt das Verschrauben der Schrankseitenwände. Danach setzen Sie die vordere Bodenschiene ein.
Die Schiene wird mit den beiliegenden Polyester-Scharnierbolzen mit den Schrankseitenwänden verrastet. Bitte setzen Sie die Scharnierstifte anschließend auch in die am Anfang montierte hintere Bodenschiene ein. Jetzt kann das Dach aufgesetzt und verschraubt werden. Das Dach ist richtig montiert, wenn sich die zwei Schraubendome für die Beleuchtungsbaugruppe näher an der Türseite befinden. Nun kann der Schrank schon auf den Sockel gesetzt werden. Die Langlöcher der Seitenflansche erlauben ein Verschieben des Schrankes auf dem Sockel. Der Schrank sollte so positioniert werden, dass er rechts und links den gleichen Überstand zu den Sockelseitenwänden aufweist. Entnehmen Sie nun aus dem Beipackbeutel vom Sockel den Schraubensatz mit zwei Knotenblechen, also Gewindeplatten, Sechskantschrauben und Unterlegscheiben. Schieben Sie die Knotenbleche in die Aufnahmen der Sockelseitenwand. Legen Sie die Unterlegscheiben auf die Flansche der Schrankseitenwände. Ziehen Sie die Sechskantschrauben nur leicht an, um noch eine Nachjustierung der Schrankseitenwände zu ermöglichen. Achten Sie dabei besonders darauf, dass die vordere Bodenschiene leicht zu entfernen und wieder einzusetzen ist. Danach können alle vier Sechskantschrauben angezogen werden. Wenn gewünscht, setzen Sie die Edelstahl-Beleuchtungsbaugruppe auf die Anschraubpunkte im Dach. Mit dem Einhängen der vormontierten Türen ist die Schrankmontage abgeschlossen. Die Tür mit dem Schwenkhebel kann rechts oder links eingehangen werden. Es finden die gleichen Scharnierstifte Verwendung, die auch bei der Bodenschiene eingesetzt werden. Bitte Prüfaufkleber oder Kennzeichnungen erst nach dem Festlegen des Türanschlages anbringen. Wichtiger Hinweis:
Beim Aneinanderreihen mehrerer Sockel für die Schranktypen der Höhen 1000 und 1300 mm setzen Sie die Sockel mit einem seitlichen Abstand von 12 mm.